Leute, willkommen zurück zu Shining Soul 2. Jetzt betreten wir den Chaos-Turm, den Turm der Dämonen. Oder sowas, ne? So, Turm der Dämonen. Oh, Kobo, was ist los? Würdest du bitte damit aufhören, mich so zu nennen? Ich heiße Kobo, das. Ach, tut mir leid, also was gibt's? Naja, Herren, wir haben ein Problem. Wie lautet das Problem dieses Mal? Zuerst möchte ich mich entschuldigen, tut mir leid. Lass mich raten. Du hast das Passwort wieder im Schlaf gesagt. Woher wissen Sie das? Schon wieder? Wieso kannst du dein großes Maul nicht einfach halten? Ich wachte auf, nachdem ich es sagte, aber es war zu spät. Als ich mich umsah, sah ich ein Mädchen, das vor Ort lief. Du Dummkopf, sie hat dich gehört, nicht wahr? Du bist ein solcher Idiot. Total geil. Wie bitte? Wer bist du? Du arbeitest für den König, nicht wahr? Das Gerücht stimmt also. Ohne Zweifel hast du die Dunkelheit gespürt. Herrin, überlasse es mir, wie du wünschst, Kobodes. Wache des Turms, lasse sie deine Kraft spüren. Außer mir kennt nur ein Mädchen das Passwort. Wenn du mich besiegst, kannst du den Turmzugang nur erlangen, wenn du es findest. Idiot, welch ein jämmerlicher Idiot. Kobolus, das ist es. Du kannst dich verlieren. Und ein Engelsflügel ist doch sehr praktisch. Da freue ich mich doch. Zack, sag das Passwort. Geduld. Oh, kleine Zentauren. Was ist das? China-Kleidung. Kann ich mit Zacks leider nicht ausrüsten. So. Attacke! Ey, die bringen echt gut XP hier. Ah, nee, warum mach ich nicht gleich. Halt, nee, das ist jetzt schlecht. Ich werd hier voll zu hier. Dingstert. Kann man hier irgendwo. Warte mal kurz. Ah, nee, okay, alles klar. Hab nichts gesagt. Ja, Leute, ich erkunde ein bisschen die Gegend und hoffe, dass ich irgendwas Geheimes finde, ja. Nicht, dass ihr euch wundert, warum rennt ihr denn gegen Wände gegen? Ist ja doof. Ihr dürft alle sterben und Level up. Oh, wie schön das ist. Das gefällt mir doch sehr. Oder Tornado-Geist. Aber nee, nicht mit mir. Mit Armschuhe, Armschiene. Joa, sehr schön. Die können eventuell sogar noch stärker sein als meine momentanen Joas. Joas, Joas, Joas. Aber weißt du was? Ich wollte gerade. Hey, was bist denn du? Achso, das ist. Das ist diese Herrin. Aber hatte ich hier nicht irgendwas? Nee, ich bin jetzt gerade verwirrt. Habe ich nicht gerade irgendwas? Achso, ja klar, Level up, genau, das wollte ich machen. So, was skillen wir denn? Ich glaube, ich mache Int jetzt auf 20, habe ich hier schon 4 SP. Was seid denn ihr für Ritter? So, zack. Powerklaue, das gefällt mir doch. Bam, bam, bam. Aber doch, die Gegner hier, die werden immer fieser und immer stärker. Das ist lustig, ja, ja. Eine Stahlklaue, okay. Hatte ich auch noch nie. Mal gucken, kann die was? What the fuck, Stahlklaue plus 8, das ist viel. Ausrüsten, mal gucken, wie stark ich jetzt bin. Ih, der lebt da, ih, geh weg, geh weg, geh weg. Ah, noch mehr, so eine ollen Ritter. Oh, Monsterkarte. Puppe. Ach, das sind Puppen. Die sehen mehr aus wie irgendwie Leichen. Hö. Hö. Granaten, okay. Bam, bam, bam. Zack. Bam, 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 bam. Ihr dürft alle sterben. Komisch, dass keins von den Viechern irgendwie lebendig wird oder so. Och, nö, ganz viele Sturmgeister. Und eine Ringhaube mit Fragezeichen ist doch perfekt.
glaube, ich werde mich nachher mal mit Hilfe des Engelsflügels verpissen. Und dann besuche ich mal eben die Läden. Ja, Mann, jetzt ist er sogar in Wut. Ist ja perfekt. Bam! Eine Granate. Mm. Yeah. Wie ich den einfach umhaue, das ist total geil. Was seid ihr für Viecher? Ist ja eklig. Ja. Der hat was gedroppt. Ringhandschuhe. Kann ich aber nicht gebrauchen. Mensch, 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 Mensch. Was sind das für Viecher hier überall? Das ist ja schrecklich. Stahlklaue, schon wieder. Ist die stärker als meine jetzige? Nö. Hätte ja klappen können. Achso, jetzt muss ich hier lang. Bam! Zack, 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 zack. Keine Chance, Mann, keine Chance. So, was haben wir denn hier? Ein Barett. Mittleres Barett. Ich guck mal, ob das zusammenpasst mit... Mann, ich will Z-Bonus. Was hat das eigentlich? Harte Armschiene. Oh, die klingt gefährlich. Also, stark klingt die. Komische Maschinendinger hier, ey. Kunai, lol. Wäre ich doch nur ein Ninja. Aber nee, ich benutze eh nicht die Fernwaffen. Boah, wie viele denn noch? Hört mal auf mit eure Tornado-Dinger, die sind böse und stark. AI, der... Die habe ich gar nicht bemerkt, dass der lebt. Für die Gargoyles, ey. Bam, 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 bam. Bam, zack, 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 zack. Ich zerkratze sie total. Bam, 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 bam. Mensch, ey. Und habt doch mal alle ein bisschen weniger Energie hier. Ist ja nicht auszuhalten. Ein Bitch war. Bitch war. La 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 la. Doofe Säcke hier. So Leute, jetzt will ich auch mal gucken, was da unten in der Kiste ist. Gold. Gold und ich habe sowieso keinen Platz mehr. Jetzt habe ich schon wieder aus Versehen so ein Dings eingesetzt. Mann. Ja, wisst ihr was? Ich gehe mal eben schnell hier raus. Weil schätzen und verkaufen und so, ne? Ihr versteht schon. So, machen wir mal hier. Schätzen, aber das wird teuer. 400, 500, 1000, 800. Sehr schön. Oh, ich habe sogar diesen Mega-Clown, oder? Geh mal drauf da. Was? Die sind schwächer? Lol. Harte Armschienen. Okay, Verteidigung um 7 erhöhen. Sehr gut. Alter, das Ding macht plus 8 Geschwindigkeit. Ist ja geil. Huh. Okay, Mann, ich bin echt zufrieden mit dem, was ich hier bekomme. Jetzt nochmal schön alles verkaufen. Ach, ist das schön, ist das schön, ist das schön. Ist das wieder schön. Zack. Habe ich auch gleich wieder ein bisschen Geld gemacht. So, jetzt habe ich mittlerweile 33.000. Ist doch echt nice. Ah, fuck. Wisst ihr was? Ich wollte gerade zum Kolosseum und nochmal Nachschub holen an heilige Tropfen, aber... Nee, wäre nicht so praktisch. Naja, okay. Kann man nichts machen, muss ich wohl ohne Nachschub auskommen. Jetzt geht doch mal, mein Sachs. So. Bäm. Ihr dürft alle sterben. Bäm, 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 bäm. Bäm, 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 bäm. Turmschlüssel, okay. Scheiß Viecher. Ihhh, gelbe Geister, die sind voll gepinkelt oder so. Uah, noch mehr. Zack. Ja, keine Chance haben die gegen mich. Wie komme ich denn da ran? Einfach nur von hier oben jetzt irgendwie. What the fuck, ein blauer. Einfach nur von hier und dann kann ich da irgendwo
Ah. Sturmring. Ja, was kann denn der? Plus 200% Schaden an Fliegenden. Oh, den rüste ich doch gleich hier aus, weil, Alter, plus 200%, das ist viel. Hier sind ja so viele fliegende Fuzzis. What the fuck, was seid ihr für Fuzzis? Aber definitiv sind hier viele Fliegende, das steht schon mal fest. Bam, 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 bam. Wo sind jetzt die Fliegenden, Mann? Ich bin ja, ich habe jetzt den Ring extra für die Fliegenden ausgerüstet, habe mich extra schwächer gemacht und meine Crit-Chance gesenkt. Und dann kommen hier keine Fliegenden mehr. So, wie komme ich jetzt dahin? Ich denke mal, ich muss dafür... Oh, what the fuck? Ah, cool. Ja, toll, was ist das jetzt wieder für ein Ding? Da komme ich mal wieder nicht ran und ich weiß auch nicht, was das sein soll. Mann. Ist das scheiße. Achso, da unten komme ich wahrscheinlich hoch. Und dann gehe ich hier und dann gehe ich... Und dann, Mann. So eine Scheiße hier. So, und dann kann ich nämlich hier lang und dann... Oh! Bam! Ha, toter Macht. So, dann kann ich hier rein und... Eine mittlere Armschiene. Oh, da ist Boss. Überrascht, das ist ein Klon von dir, Zax. Er verfügt über die gleiche Kraft wie du, Zax. Ist jedoch viel erbarmungsloser. Na, warum bettelst du nicht um dein Leben? Hurra, ich kann gegen mich selbst kämpfen. Alter, der macht einen Damager, Junge. Aber er trifft nicht. Ha, tot. Ich bin ja so gut, Mann. Ich hab mich selbst besiegt. Aber es war knapp, ich war fast tot. Mann, wo sind denn jetzt die fliegenden Gegner, Mann? Ha. 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 Mann, immer diese verwirrende Scheiße. Mann, wollt ihr nicht mal ein paar fliegende Gegner herholen? Das ist ja schrecklich. Das ist ja sowas von schrecklich, ey. Was ist das für eine Truhe? Die ist blau oder lila oder sowas. Das sieht ja geil aus. Da will ich hin. Da ist bestimmt irgendwas super Seltenes drin. Irgendwas, was so extra für Blackie ist. So, Da muss man ja irgendwie auch dahin kommen, wa? Ich muss die jeweiligen Monster besiegen, um dann von den Monstern die Turmschlüssel zu bekommen. Und dann komme ich daran. Da ist bestimmt irgendwas super Wertvolles, super Geiles drin. Aber naja, muss man erstmal die ganzen Turmschlüssel bekommen, ne? Oh, toll, das war's. Hä, wo soll man denn die ganzen Turmschlüssel für diese Truhe bekommen? Ist ja auch wieder so eine Sache. Aber naja, okay, Leute. Los geht's zum Boss. Ja, der Gegner fliegt. Das ist doch super praktisch. Da kann ich doch bestimmt richtig Damage machen. Halt, erstmal noch SP schnell laden, ne? Obwohl, könnte ich... Nein, ich kann nicht wechseln. Oh, scheiße. Ja, ich gehe einfach hin. Was? Du hast es so weit geschafft. Aber nun ereilt sich dein Schicksal. Da du bald tot sein wirst, verrate ich dir ein Geheimnis. Hier ist ein Gerät nur für die Chaosritter vorgesehen. Damit erreicht man den Hotterzeck-Vulkan. Aber ich mache eine Ausnahme und lass dich darauf reiten. Obwohl du nur die Hälfte des Ritts miterleben wirst. Wir kämpfen zwischen den Wolken, meinem Spielplatz. Beeil dich. Ach so, ja. Was kannst du so? Ach, es nimmt mich mit. Aua. Ah. Alter. Alter. Ja, okay, Sie hat mich einfach mal eiskalt tot gemacht. Aber ist jetzt egal. Ich glaube, dieser olle Sturmring, der bringt mir hier gar nichts. So, mehr Power habe ich jetzt. So. Schätzen. Zack. Damage plus 2. Auf Verteidigung und Soldown ist nicht gut. Not gute. So, ach, da ist ja noch was. Voll vergessen. Ringhandschuhe, die sind sogar. Die sind genauso stark und machen Int plus 8. Sehr geil, sehr geil.
So. Verkaufen wir mal wieder, wa? Das kann ich ja so gut. So, ja. So, zack. Einmal hier hinpacken und der Ring, den packe ich dann auch hier rein. Oh Mann, wenn es so weitergeht, dann bräuchte ich bald mein Heilwasser hier. Aber ich habe ja noch genug auf Lager. So. Ja, dann würde ich sagen, geht's jetzt los. Ich probiere es nochmal. Ach, die sagt nicht mal, hallo, irgendwie. Was? Die greift mich einfach so. Ist das fies, ist das fies. Ja, ja, ja. Alter, da hat man keine Chance. Aber das muss ich jetzt nochmal ein bisschen probieren. Wie habe ich die denn damals besiegt? Ich habe noch Wut, ich habe noch Wut, auch nicht mehr. Ha, hast du mich nicht gekriegt, wa? Du doofes Ding, du. Na, Alter, was die für ein Damage macht. Ist ja unglaublich. Na, ausweichen. Ich muss immer aufpassen. Ja, komm her hier, komm her hier. Ich treffe dich. Huh. Oh, Alter, wie unfair. Komm mal runter hier, komm runter. Mann. Ah. Alter, wie fies ist denn diese olle Mistvieh? Alter, okay, ich muss jetzt Lutscher kaufen. Anders geht's nicht. Ich brauche Lutscher. Lutscher! Nee, halt. Kuchen brauche ich. Oh, wie teuer das ist. Die normalen Dinger, die kosten nur 100. Hier die heiligen Tropfen. So. Also, wenn ich jetzt nicht überlebe, dann weiß ich auch nicht. So, ja, go, 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 go. Ja, ausweichen. Ha! So, jetzt machen wir deine Kacke hier. Wie kann man da am... Die macht mir 99 Schaden, Mann! Wie soll man da denn ausweichen? Einmal probier's noch, einmal probier's noch. Ja, Damage, Damage, Damage. Wow. So, jetzt komm her hier. Wie kann man da ausweichen? Da! Die nimmt mich einfach mit und dann fertig. Warte mal, kann ich vielleicht von unten ausweichen? Das probiere ich mal noch. Scheiße, jetzt mache ich hier gar kein Damage. Ja, ja, ja. Los, mach hin. Kann ich hier ausweichen, wenn ich unten bin? Huh. Okay. Geil. Okay, Leute, wisst ihr was? Ich lasse mich jetzt töten. Nimm mich mit, los. Ich mache das im nächsten Part. Jetzt klappt es auf jeden Fall besser. Und ja. Leute, ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen des Let's Plays. Ich denke mal, der Turm der Dämonen war ganz interessant. Und ja, Leute, im nächsten Part geht es dann wieder nochmal zum Bosskampf. Also bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.